Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus bei 3901 Kilometern, die wir bereits zurückgelegt haben. Und wir befinden uns hier gerade in der Spinnengruft. Wir fackeln die ganzen Spinnennetze ab. So, wir müssen Mamas Bild noch finden. Oh, das sieht doch gut aus. Du siehst nach Mama aus. Gib her, das Ding, ey. Ja, los, ist los. It's meins, ey. Den komischen Wurstfingern. Krieg ich noch deine Atemmaske? Schade. In den alten Leuchtturm ist gerade abgeschlossen. Mit Giul noch länger in diesem Loch zu bleiben, steht außer Frage. Täglich schießen neue Gasgeysire aus dem Boden. Der Bunker könnte jeden Moment einstürzen. Es gibt nichts, worauf wir noch hoffen können. Niemand weiß, warum wir überhaupt noch hier sind. Und wir können definitiv nicht arbeiten. Ich gehe inzwischen nur noch für die kümmerlichen Rationen runter. Ich würde ja gerne glauben, dass es an der Oberfläche sicherer ist. Aber wem soll ich was vormachen? Die Leute sind ausgehungert. Jeden Tag gibt es neue Angriffe und Morde. Es wird immer gewalttätiger. Ich denke nur noch an Giul. Ich kann kaum glauben, dass sie von nun an in dieser Welt leben wird, die einem Albtraum gleicht. So mache ich das mal, wenn sie gerade fertig sind mit Sprechen. Weißt du, was nett wäre? Wenn wir das hier mitnehmen zu ihr. Aber hey! Lassen wir es hier. Gut, das Bild haben wir. Check. Neue Notiz. Bildanalyse. Nach Abschluss der Analyse der letzten Satellitenaufnahmen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich in dem Becken radioaktiver Fallout angesammelt und sich auf dessen Grund ein Sediment bildet. Ein Einfluss auf das Ökosystem unterhalb des Dumps besteht nicht, daher sind die Strahlungswerte in der Region relativ moderat. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Langzeitwirkung ganz vom Zustand der Schleuse abhängt. Aufgrund der inaktiven Schleusentore können wir sicher annehmen, dass das Tal noch Jahrzehnte sicher ist. Sollte jedoch das Wasser durchbrechen, wird es tausende Tonnen radioaktiven Sediments mit sich führen und das Tal schlimmer verschmutzen, als es andere Gebiete sind. 12. Februar 2018. Ich habe den Schrank durch die Wand hindurch aufgemacht. Ich bin ein Profi. Das können nur Profis, Leute. Oder Hacker. Nicht gut. Nein, das ist. Bezieht euch, Jungs. Bezieht euch. Okay, du kriegst schon mal den hier ab, ne? Na komm. Komm hier, mein Kleiner, komm. Ich folge dir auch. Ja, ja, komm. Bist du durch den weggebackt? Habt ihr das gesehen? Bist du durch die Luft geflogen, ist er. Na gut, wir haben ja sowieso nicht mehr viel zu suchen. Pumpen wir uns noch ein bisschen Licht rein. Töten können wir sie auch ohne Waffe. Und daher passt das schon. Bis Mama Spinne kommt, dann haben wir natürlich ein Problem. Ah, ja. Oh, danke, dass du mir den Weg zeigst. Noch mehr Spinnen. Alter, habe ich schon einmal erwähnt, dass ich Spinnen hasse? War ja klar. Komm mal wenig, das läuft da durch. Überraschung! Er wurde geblockt! Er ist doch gut.
Leider. Meinst du, ich hab dich nicht kommen sehen, hä? Ah, ihr Wiesen. Hä, hey, was zum. Wo willst du überhaupt hin? Ist das nicht ganz so kritisch? Alter, weniger. Mir egal. Leider. Leider ein qualvoller Todspinner. Okay, ich habe da hinten hier irgendwas gesehen. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich links, aber rechts wird eine Spinne sein. Oder vielleicht war es das auch schon? Schreckt mich jedes Mal. Gut, da wollen wir noch nicht lang. Wir wollen erstmal hier alles looten, was lootbar ist, damit wir uns auch Sauerstoff herstellen können mit der Zeit, die wir hier vertrödelt haben. Also das heißt, wir machen keinen Gewinn. Aber ist mir egal. So sehen wir wenigstens alles hier und der hat nicht mal Loot. Surprise! Wie sie alle hier mit Gasmasken rumhängen. Achso, ich wollte gerade sagen, was mache ich denn mit dem Buch? Nein! Keine gute Idee. Ich lese erstmal was. Letzte Befehle, 12. Januar 2088, sag ich schon, 18. Unser letzter Kontakt mit dem Hauptquartier ist 5 Jahre her. Seit 5 Jahren führen wir ihren letzten Befehl aus. Für Funkstille sorgen und weitere Anweisungen abwarten. Die Rationen sind auf das kleinste Minimum beschränkt worden. Aber kommenden Sommer werden wir trotzdem nichts mehr haben. Die Leute sind am Rande der Erschöpfung. Erhöhte seismische Aktivitäten haben die Struktur der Einrichtung beschädigt. Uns rennt die Zeit davon. Die Umgebung draußen zerfällt rasant. Die Satellitenbeobachtungen bestätigen, dass die Strahlungswerte höher sind als in allen vorhergesagten Szenarien. Jene Bereiche auf der nördlichen Halbkugel, die nach wie vor halbwegs sauber sind, lassen sich an einer Hand abzählen. Jene Bereiche auf der nördlichen Halbkugel. Das heißt, die andere Seite ist gut drauf. Die leben da noch fröhlich vor sich hin. Der Bereich, der uns am nächsten liegt, ist mehr als 1000 Kilometer entfernt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage kann ich die Verantwortung für das Leben des Personals nicht mehr übernehmen. Meine letzten Befehle sind: Ignorieren Sie Anweisung 01, kontaktieren Sie die Regierungseinrichtung im Yamatau und verlangen Sie weitere Anweisungen, die aktuelle Lage betreffend. Zweitens, sollten solche Anweisungen nicht innerhalb von 3 Tagen erhalten werden, dann verlassen Sie die Kommunikationszentrale und begeben Sie sich zur nächsten sauberen Zone. Ich habe keine Ahnung, wie wir in unserem aktuellen Zustand die 1000 Kilometer zurücklegen sollen. Dorthin zu gehen ist trotzdem der einzige Weg, das Überleben des Personals sicherzustellen. Betrachten Sie dies als meine förmliche Rücktrittserklärung. Oberst M.S. Marco, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Caspian 1. Das heißt, Gül war hier unten, als das Ganze anfing.
Und sie wurde dann evakuiert, aber ohne die Mutter? Mädels, haut ab. Ich gebe heute keine Autogrammstunde. Aber wo laufe ich überhaupt hin? Ich laufe zurück. Ja, danke, dass du mir den Loot zeigst, aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Ach, der Fahrstuhl. Hä? Verarscht ihr mich jetzt oder so? Ist hier eine unsichtbare Wand? Ich will jetzt eine Karte der nein. Nichts habe ich. Also gut, wir waren hier und haben das hier aufgemacht. Und er erzählte irgendwas von wegen Fahrstuhl. Nö, nö. Ach so, für den Rückweg. Der Fahrstuhl auf der anderen Seite. Nicht sehr clever, Freunde. Der ist aber wieder aufgestanden. Hätte ich jetzt nicht von euch erwartet, Jungs. Ich dachte, wir wären Freunde oder so. Ach, das ist die Schwierigkeit. Wieso tauchst du beim Licht auf? Du bist nicht ganz helle, ne? Nicht ganz helle Licht. Hey. Muss ich jetzt mit dem Arsch zur Wand gehen? Wegen euch? Vermutlich. Bin ich nicht von hier gekommen? Wieso schlägst du mich? Du musst Angst haben vom Licht. Oh Mann, der Typ macht mich kirre. Da komme ich auch nicht hin. Hey. Endlich. Oh, bitte. Danke. Kleine Nervensäge. Hey. Ich check's nicht. Also ich kam offensichtlich von hier. Diese Tür ist aber geschlossen. Oder kam ich von da? Ich weiß es nicht. Hier ist doch der Fahrstuhl, oder nicht? Ja. Warum muss ich da hin? Ich blickte. Ach, warte. Hier war doch ein Loch. War die Tür vorher schon da? Ich glaube, das letzte Mal. Bin ich durchs Loch. Komm mir gerade nicht klar.
Und wo bin ich nochmal gekommen? Weil diese Verwirrung ist groß. Okay, da bin ich ja gerade durchgegangen, ne? Mein Kompass zeigt auf jeden Fall in diese Richtung. Von hier aus kann ich auch etwas sehen, aber ich glaube, das hier war der Fahrstuhl. Ja, das ist doch mal zurückgehen. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, ich weiß es nicht. Was sagt denn meine Quest? In der Komma, bla bla. Irgendwo muss das Archiv Satellitenbilder existieren. Okay, ich muss Satellitenbilder organisieren. Wackeln mit dem Arsch. Hey. Da ging es zu den Toiletten. Okay, ja gut, dann gehe ich halt nochmal zurück. Jetzt ist ja alles irgendwie nichts. Irgendwie ist das seltsam. Nichts Ganzes und nichts Halbes hier. Wieso? Der zeigt mich so da hinten. Hä? Die sind doch nicht ganz fit hier, die Jungs. Also ich würde mal vermuten, dass wir hier die Satellitenbilder suchen müssen. Das kommt tatsächlich hin. Ein Flugzeug. Oh. Da sind doch die Bilder. Okay. Ah, leer. Hm, geil. Das fühlt sich voll an. Okay. Nö. Okay, mir geht der Sauerstoff aus, aber egal, ich suche einfach weiter. Letzte Chance. Oh, das fühlt sich gut an. Jawohl. Die Satellitenbilder, perfekt. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. So, jetzt noch zurück. Das Gute ist, dass wir bereits alles geklärt haben. Das heißt, wir können hier einfach durchsprinten. Oh, oh. Hold ab. Was ist mit dem Fahrstuhl? Ah, zwei auf einmal, ja. Oh, da gesellt sich ja noch einer dazu. Ihr seid wirklich schlau. Ich frage mich, wie Tiere ein Massenaussterben auslösen können. Frage ich jetzt, ob die Tiere Massen aussterben. Ja, ich hab doch jetzt die Bilderchens. Ja, der kommt gerade runter, alles klar. Ja, alles klar, dann lass es mal hoch.
Oh. Ja, ich kann hier nichts bauen, ich werde hier verrecken. Null! Schalte das Licht wieder an! Der Aufzug hat seine Arbeit getan! Doktor! Doktor! Er schießt dir oder spart dir auch die Munition? Was ist denn los mit dir? Ist der gerade wieder aufgestanden? Da mehr! Der Strom reicht nicht! Wir stehen bald im Dunkeln! Scheiße! Artyom! Gyul! Schnell weg von hier! Solange das Licht an ist, greifen sie uns nicht an! Los, los, los! Ich glaube, Damir wird sterben. Ja, die greifen uns nicht an, solange das Licht an ist. Wir will's hier verarschen. Ich gebe mein Bestes. Oh mein Gott. Das Licht schaltet sich hinter mir aus. Das ist ein bisschen Overkill für mein Freund. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich deinen Wagen mitgebracht. Der steht am Dock. Meinen Wagen? Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Kepragmet! Danke, Artyom. Hört sich wie so eine Beleidigung. Krepier im Sack oder so. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munai Bailer heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Ich bleibe hier und versuche, mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basisbericht. Ihr passt eigentlich ganz gut zusammen. Sag mal, Gyul, wie ist dieser Baron hier an die Macht gekommen? Meine Leute haben ihr Schicksal selbst gewählt. Was? Sie sind aus freiem Willen Sklaven geworden? Ja, ja. Die Munai Bailai sagen, arbeite für mich, ich beschütze dich. Und sie haben einfach zugestimmt. Die Munai Bailer sagen, betet die heilige Flamme an, und sie haben wieder zugestimmt. Na, dann hatten sie wohl keine große Wahl. Sie hätten kämpfen können. Kämpfen und sterben, aber nicht als Sklaven. Nicht jeder ist bereit dazu. Man muss bereit sein. Ich bin immer bereit. Und deshalb kämpfst du alleine. Den Baron könnte ich sogar alleine erledigen. Angenommen, du erwischst ihn. Was kommt dann? Was zu tun ist, darüber denke ich nach, wenn der Baron tot ist. Ergibt Sinn, nehme ich an. Du gehst, Artyom. Viel Glück. Dankeschön. Du solltest gehen, Artyom. Wir sprechen später noch. Wie hast du mein Auto eigentlich hierher gebracht ohne Schlüssel? Nur mal so eine Frage. Ich meine, ist ja nicht so, als könnte man diese Schlüssel easy imitieren. Basis, Anna hier. Dr. Sand. Ich bin in der Nähe des Hafens und beobachte die Hauptstraße. Hier tut sich was. Nichts Ernstes bislang, aber etwas Verstärkung wäre ganz gut. Verstanden. Okay. Ich leite deine Koordinaten an unsere Späher weiter. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Ja, rede mal. Also Leute, ich habe per Funk mit dem Boss die
dieser Zugbande gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zum einen ist dieser Boss ein waschechter Oberst. Und er macht hier keine Vergnügungstour. Oh nein! Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details bei Rechtsfrage. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist doch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unseren Treibstoff und das Transitrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist und wer ihm erzählt hat, dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgendes. Wer auch immer mir ein Mitglied dieser Zugbande lebendig bringt, wird reich. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Dreimal dürft ihr raten, wer dieser Gast sein wird. Ich glaube auch. Au! Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Was da hinten? Also. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Ich verstehe. Ach, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. No, schick hast du es hier. Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Alles klar, Schätzchen. Ich würde sagen, dann wird es Zeit, die Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Wir könnten direkt dahin. Und dann von da aus zum Häng dich da ran und dann gehst du darüber. Kann man noch easy rübergehen. Und Scheiß. Weißt du, einfach hier ans Seil ran und rüberklettern. Stattdessen muss ich jetzt hier runter. Und dann komme ich hier wieder an. Okay, aber das und vieles mehr in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.